Guten Morgen, Mittag und auch einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Mein Name ist Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Runde von Vamporum. Wir mal Wolfgott haben und ich habe es endlich rausgefunden, wo ich hin muss. Kaum zu glauben, aber die Lösung war mir ehrlich gesagt nicht wirklich schlüssig gewesen. Und zwar ist der Raum nämlich, der so schwer zu begehen und mit dem wunderschönen Fallgruben und der Tür, die sofort schließt, die Lösung gewesen. Das heißt also, im Grunde genommen müssten wir nur kurz darüber rennen. War das jetzt hier? Ja. Nein. Ich muss jetzt gucken, wo. Achso, der ist ja hier. Der ist rechts, genau. So, jetzt war aber ein ganz schöner Idiot, dass ich das nicht bemerkt hatte. Und ich habe ganz, ganz blöd nachgeschlagen. Und zwar musst du da rein. So, da ist ein Schalter. Bumm. Wait a minute. I know this place. Hä? Wir müssen den Ort kennen jetzt. Zwei Kugeln. Das letzte Buch. This is my first recording on a phono diary and it's just about the best occasion too. I'm a father. I've never felt this happy before. My beloved Laura has given birth to Sophie, our little daughter. I feel a massive shift inside me, like my life will now gain a whole new dimension. This new responsibility is equal to the weight of all the Fumatons in the whole of Arx Vaporum. And yet, bringing up a child still feels like a much more difficult task. Oh! I'm remembering something. The Arx Vaporum. The Citadel of Steam. And it's slowly coming back to me. I lived here. I worked here. My God, I had a family here. My wife, Laura. My daughter, Sophie. I have to find them. Okay. Ah, guck mal, was haben wir hier? Mehr ist hier aber auch nicht. Das heißt, können wir zurückgehen? Und dann. Nee, nicht da lang. So, rüber zur anderen Seite nämlich. Ja, das brauche ich noch. So, und dann geht das nämlich dann da rein in das Bücherregal hier. I always knew these librarians were a secretive bunch, but this is quite the mechanism. Es war so klar. Oh Gott. Okay, warte. Okay, super. Ich war leicht verwirrt. Nur ganz leicht. Aber ich habe wieder meine Heals bekommen. Und zwar so gut wie alle. Wait a second. Ah, ich weiß, wo ich bin. Das heißt, wenn ich jetzt da lang. Ja, das ist der Fortschritt. Mal extra hochheilen und dann weiter. Ziehen.
Ziehen. Nochmal ziehen. Nochmal ziehen. Und dann reinschubsen. Perfekt. Ah, das war so klar. Wäre auch schon zu einfach gewesen. Na komm. Perfekt. Waren das alle? Gut. Okay. I need a key. Oh, Beute für Kampfanzüge. Beute für Taumeranzüge. Heute für Sperrzüge. Aha! Kampfsicherung. Kultursatz, Munition. Umium. Und plus zwei Gefecht. So, aber schon wieder Level up. So nah dran schon. Wenn Level Up ist, ist ziemlich gut sogar. Okay, jetzt bin ich leicht verwirrt. Ist denn der Weg dann der richtige? Möglich wäre es ja, ne? So, warte mal. Ah, okay. Gar keinen Sinn. Außer... Oh, I get it. Oh Gott, das ist ja ein Secret, aber auch der richtige, ne, Secret. Und zwar schiebe ich jetzt die Kiste durch und nutze die dann als Abfangmechanismus für die Kugeln. So, ich glaube, es war nämlich so. Verdammt.
So, bumm. Okay, dann einmal ziehen. Oder halt. Dann geht es eigentlich hoch. So, was da? Nee, bei äußere. Oh mein Gott. Ach Gott, noch mal. So, außen rechts. Oben. Außen links. Oben. Rechts. Links. Rechts. Oh, da hätte ich einmal ziehen müssen, glaube ich. Gott, ich hasse das. Nee, ach Gott. Okay. So. Nee, über eins, zwei, ich dachte, ach. Ich hätte sie ziehen dürfen. So. Der eine in der Mitte wird gemacht, ganze Zeit. Das heißt, sobald die zweite Doppel durch ist, einmal vorne drücken. Danke Gott. Oh, noch ein Fulmium-Schlüssel und ein Schaltkreis-Upgrade. Prozent Fulmium-Zufuhr. Ist das Fulmium oder ist das nie? Notfallschild. Ja, komm, geh das ruhig nehmen. Oh, kann ich noch eine weitere Tür aufmachen halt, ne? Also eine weitere Kammer. Nehme ich den hier. Heavy Rig. So. Nur die Zähigkeit mich erhöht. Perfekt. Jetzt sind wir schon auf richtigen Holzweg.
So stehen das Rätsel. Shortly after the island wars ended, seismologists traced a huge earthquake on the high seas of Mount Evaporum, 450 miles south of Capitol Island. The capital suffered one of the worst tsunami hits ever recorded. At first we feared the rebels, or rather some isolated unit, was still operational, trying to launch something big at us, not knowing the war was already over. Investigation of the area proved intriguing. It was not the rebels, it was a meteor sitting on the seabed. It had to have been there for centuries, lying in silence without anyone noticing. But then somehow it must have cracked open, releasing huge amounts of energy into the sea. We found the meteor core leaking into the water, causing it to boil and bubble, exuding steam from the surface. That began to explain the ever-present vapors in the area, a mystery we had previously had no answer to. But it was not the heat that caused this, it was... I will never forget the sight. Well, obviously, I did forget it somehow. Ich habe mich entschieden, einen anderen Kurs einzuschlagen. Ich gebe jetzt vor, Loras Entscheidung kritiklos zu folgen, um genaueres über ihre neuesten Experimente zu erfahren. Und Beweise für ihre Verrücktheit zu sammeln. Im Grunde also benehme ich mich genau wie dieser schäbige Knirps Kroll. Und es funktioniert. Sie glaubt, ich sei endlich einsichtig geworden. Ist genauso blöd, wie ich es mir dachte. Trotzdem ist mir bewusst, dass ich ein großes Risiko eingehe, aber ich kann nicht einfach herumstehen und dabei zusehen, wie diese scheußliche Hexe die Welt in Flammen setzt. Wenn sie herausfindet, dass ich sie ausspioniere, habe ich meinen letzten Atemzug getan. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, soweit ist sie gegangen. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Nicht gut. Oh, blick mich doch jemand hart. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss bei dem Scheißteil. Shortly after the island wars ended. Oh, ist ja gemein. Strahlendrohne. Das Gute ist, die Metallkisten ziemlich gut dagegen. Aber trotz alledem, es ist auf jeden Fall ein krasser Gegner. Ah. Okay. Schon bald ein Level up. Ah. Ich kann nicht bewegen, schade. Aber ah. Die kann doch von da. Haha. Hahaha. Ha,
So, noch 5 Punkte für ein Level-Up, Leute. Okay. Schaltkreis, 10 Kämpfe Verzögerung der Schadensmusterrunden. Na komm, Blockchance erhöhen. Zahnrad. I should probably hold on to this. Okay. Na komm. Okay, was hat das gebracht? Ist nur die Tür halt offen, ne? Mehr aber auch nicht. Nein! Alles klar. Hab's kapiert. Na, oh, ey, diese Scheißkiste, ey. Ja, ich hab's schon verstanden. Irgendwas Schlimmes hast du gesehen und möchtest das nicht berichten. Breaking News, Bitch. Ich bin die schlechte News. Oder der schlechte Anblick. So, komm jetzt. Wann ist der letzte hier? Super.
So. Schaltkreis, bumm. Ja. Ah, komm. Du Doofkopf, du. So. Oh ja. Frage der Fragen. Was muss ich jetzt tun? Okay, da kommst du halt nicht so einfach durch. Wait a minute. Was für ein Schalter gewesen mit dem Hebel? Okay, da hat keinen Einfluss drauf gehabt. Ah! Oh, wait a minute. Oh Gott. Nee, ja, dann muss ich ja dann darüber. So. Oh, ich brauch den Zahnarzt schon wieder. Ich hasse die ganze Zeit die ganze Gedreherei hier. So. Wie ist das jetzt? Ach so, ja, warte, ja. Hm. Oh, die Tür ist zu. Brauchst einen Key. I need a key. Einen rostigen, okay. Sehr schön. Okay, ich kann es nicht schieben. Werde ich ziehen. Das ist ein bisschen... doof.
Okay, das war angenehm. So, warte mal, ich kam von dort. So, jetzt hier keinen Hebel. Das war ja gerade interessant. Warte mal ganz kurz. Hier müsste noch mehr sein, das ist ein Secret. Muss ein Secret sein, glaube ich. Oh Gott. Okay, alles gut. Gut. Au. So. Autsch. Oh, Bruder. Das war gerade krass. Warte. Ich kenne mein Glück. Oh ja, ich kenne mein Glück doch schon jetzt so. Ja, was? Das war so klar. Das war so klar. Gott, nein, Gott im Himmel, du Scheiß. Oh. Ich weiß nicht, was ich dich nennen soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dich hassen muss. Oh mein Gott, ich gehe auch noch da rein, ich Idiot. Dankeschön. Riesenschabe. Einige der knuffigen Schaben können die Größe eines Bullen erreichen. Wir wissen noch immer nicht, warum das nur in einem geringen Teil der Population auftritt. Wenn sie langsamer sind als ihre kleineren Artgenossen, entwickeln sie in ihren Front und den Seiten einen starken Chitinpanzer. Es ist mit stacheldrahtähnlichen Gebilden besetzt, wodurch menschliche Gewebe bei Kontakt einfach beschädigt wird. Diese Giganten scheinen sich außerdem rapide zu regenerieren, wenn sie angegriffen werden. Trotz ihrer widerstandsfähigen Körper kann man sie leicht von hinten angreifen und ihren Schwachpunkt ausnutzen. Riesenschabe.
Oh, okay. Doofes Vieh, du. So, einmal hochheilen, bitte. Das wäre super dufte. Einmal speichern. Das wäre auch nochmal sicherheitshalber ziemlich gut. Ich habe festgestellt, dass es auf jeden Fall super, super wichtig ist, richtig hart zu speichern. Der Key. Okay, was haben wir jetzt hier? Ach, ey. Ah, klar. Und Dankeschön. To put some raw material onto the platform. There's gotta be something around here somewhere. Wie viele von denen kommen denn da noch? Okay, Vorlagekasten. I need to put some raw material onto the platform. Dampfdruck. Something around here somewhere. Super. Nein! Ich hasse das Spiel. Und trotzdem liebe ich es. Na gut, das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Part von Vaporum. Ich sehe euch im nächsten Part wieder, dann geht es weiter. Und hoffentlich ohne große Probleme. Ja, eigentlich keine Probleme. Ich denke mal, wir werden das ganz easy und locker jetzt rangehen. Und wenn es euch gefallen hat, liken, subben und kommentieren. Bis demnächst, danke fürs Zuschauen und schöne mit einem wunderbaren Öle. Bis bald. Tschüss.